Wenn ich gefragt werde, wie alles anfing, sage ich immer, dass alles begann, als wir zum Botanischen Garten gingen. Und mit wir meine ich meine Wenigkeit und zwei meiner Freunde. Wessen Idee es war, die verlassene Station zu besuchen, wer die anderen überredet hat, dahin zu gehen, ich sag ihnen immer, dass ich mich nicht erinnern kann. Ich lüge immer. Es ist eine sichere Lüge, denn es gibt keine Möglichkeit, die Wahrheit zu überprüfen. Sowohl Vitali als auch Eugen sind tot. Die massiven Türen der Luftschleuse ruppten und öffneten sich mit einem knirschenden Geräusch. Uns öffneten sie den Weg zur Hölle und den Dämonen einen Weg in die Metro. Aber letztendlich begann alles, als Mutter sagte, dass wir den Botanischen Garten spazieren gehen und mit der Metro dorthin fahren sollten. Ich erinnere mich an die kurze Rolltreppenfahrt an die Oberfläche, wie wir durch einen geräumigen Glaspavillon hinausgingen und eine Straße sahen, die mit Grünzeug überwachsen war. Ich erinnere mich an die kleinen Wolken, die sich über den grenzenlosen Himmel bewegten, an den leichten, kühlen Wind in meinem Gesicht. Mutter kaufte mir ein Eis. Seitdem habe ich nie wieder eins kosten dürfen. An diesem Tag wurde die Menschheit hingerichtet. Die Rechtschaffenen und die Sündigen wurden gerufen, um entsprechend ihrer Taten verurteilt zu werden. Und wir versteckten uns in der Metro vor Gottes Blick. Wir wurden vor seinem Zorn errettet und er beschloss offensichtlich, dass es die Mühe nicht wert war, uns da herauszuholen. Dann kümmerte er sich um seine eigenen Angelegenheiten oder starb vielleicht, während wir auf dieser verbrauchten und weggeworfenen Erde standen und einfach weitermachten. Ohne Ziel. Ich kann mich an so viele zufällige und unwichtige Dinge erinnern. Doch an das Wichtigste erinnere ich mich nicht. Das Gesicht meiner Mutter. Sie starb kurz nachdem der Krieg begonnen hatte. Alles, was von ihr übrig ist, ist dieser Tag im Botanischen Garten. Wie sehr ich mir wünsche, mich an ihr Gesicht erinnern zu können. Die Art und Weise, wie sie mich ansah. Wie sie mir zuflüsterte, dass ich keine Angst zu haben brauche. Ich würde meine Seele dafür verkaufen, mich daran erinnern zu können. Jederzeit. Und das habe ich dann auch getan. Die Schwarzen kamen viel später. Aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen. Riesige, albtraumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu vernichten. Es hieß, sie seien unglaublich stark und übernatürlich böse. Und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Tja, ich habe früher in der Nähe gewohnt. Vor dem Krieg meine ich, da oben. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. Was für eine... Was ist passiert? Scheiße! Scheiße! Was passiert hier? Ich bin's, Karl. Albträume, was? Kein Wunder. Nach allem, was du durchgemacht hast,
Hör zu. Ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Khan, wie zum Teufel bist du hier hingekommen? Raus! Sofort! Ja, Ullmann, einen Moment. Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Khan, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden! Das ist eine geheime Basis. Du dürftest nicht einmal hier sein. Ich bringe dich zu Oberst Miller. Folge mir, Artyom. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel. Ich kannte einmal einen Raucher. Das letzte Jahr seines Lebens musste er durch ein kleines Loch in seiner Kehle essen, trinken und atmen. So, da wären wir. Metro Last Light. Ein Jahr später bin ich immer noch hier unten in der Metro. Und wie man sieht, ist Ullmann immer noch der gleiche Witzbold. Na gut, was haben wir hier so? Das alte Feuerzeug ist wieder mit dabei, auch unser kleines Journal. Ein bisschen Musik. Immer noch hier schön das Licht ausmachen, denn Strom wächst ja nicht auf den Bäumen. Mein Gitarrensolo ist immer noch nicht besser, aber irgendwas habe ich eben gerade hier ausgelöst. Ich habe diesen Ort vor längerer Zeit entdeckt, aber ich kann mich noch immer... Hallo, Artyom. Artyom war einer der Männer, die D6 gefunden haben. Sie gaben ihm auf der Stelle ein Ranger-Abzeichen. Schön für ihn. Ich musste 2 Jahre als Fähnrich verbringen, bevor sie mich in den Orden aufgenommen haben. Naja, wie auch immer. Wo waren wir? Ein seltsamer Ort, dieses D6. Ich wusste gar nicht, dass überhaupt so große Bunker gebaut wurden. Der Bau begann zu Stalins Zeiten und lief weiter, bis die UdSSR zusammenbrach. Der Krieg ist unvermeidlich, haben sie gesagt. Das Volk glaubte an eine bessere Zukunft. Doch unsere Anführer setzten ihr Geld auf den Weltuntergang. Und hat D6 sie gerettet? Nein, sie konnten es nicht rechtzeitig erreichen. Und hier stand das Ding nun seit 30 Jahren, bis unsere Freunde darüber gestolpert sind. Alles darin war unberührt. Waffen, Medikamente. Als wenn man einen vergrabenen Schatz findet. Ich nehme an, hier unten ist es ganz nett, seit der Reaktor in Betrieb ist. Licht, Wärme. Aber trotzdem stimmt etwas nicht. Zu gut, um wahr zu sein, verstehst du? Hör auf zu jammern! Es ist ein Geschenk unserer Vorfahren. Genug, um hier unten Jahrzehnte zu überleben. Vielleicht sogar, bis die Welt da oben uns zurücknimmt. Ja, schon wieder so ein kleines Zeichen unserer Freunde. Hier haben wir eben so ein bisschen was über D6 erfahren. D6 war ja wirklich die letzte Station, die wir gefunden haben in Metro 2033. Und natürlich habe ich sofort meinen Ranger-Status bekommen. Du solltest hier nicht rumhängen. Hey, ich darf rumhängen, wo ich will. Denn immerhin habe ich hier alles gefunden und ich habe jedem hier das Leben gerettet. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wo genau müssen wir denn hin? Ach, hier drüben hin. Wir können in den Metros weitertragen. Mir kommt es so vor, als könnte jede Patrouille da draußen die letzte sein. Hast du gehört, was mit Roman auf Kopf schaut? Du hast 5 weitere 30er Einheiten. Sieh dir diese 2 Anfänger an. Armselig. Kein Wunder, dass der Oberst befohlen hat, die Übungszeit zu verdoppeln. Geht noch mehr. Streng dich mehr an. Okay, jeder hat hier wieder seine kleine Story. Du versäuserst mich. Der Rest der Gruppe ausgelöscht? Die Sümpfe sind kein Problem. Man muss nur auf die Markierungen und Flaggen achten, damit man nicht untergeht. Jedes Kind kann das. Naja gut, die Schrimps sind jedes Mal ein Fluch, aber komm schon. Was könnte einen ganzen Trupp erledigen? Keine Ahnung. Die haben Romanov alleine in der Kirche gefunden. Saß auf dem Boden und betete. Seitdem isst er nichts mehr und reagiert nicht. Er spricht nur noch zu Gott. Ich hoffe, Romanov erwartet keine Antwort. Oh, hoa, 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 hoa. Ja, so lachen die Russen.
Gut, gehen wir weiter. Nette kleine Story. Hallo Artyom. Willkommen in der Waffenkammer. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger. Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber jetzt rüsten wir dich erstmal aus. Also gut. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Es ist zwar schon 20 Jahre her, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Jetzt die Medipacks. Tja, was soll ich sagen? Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Packung. Hier ist dein Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlt wirst. Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst sie auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, normale Mun oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. Okay, hier haben wir eben gerade nochmal so ein paar Infos erfahren. Munition ist eben hier die Währung. Militärmunition, wie im letzten Teil, besonders wertvoll. Sollte man lieber nicht verballern, habe ich ja damals gemacht, ich Idiot. Aber hier werde ich auf jeden Fall alles besser machen. Na gut. Ah, hier sehen wir einmal das Interface. Hat sich so ein bisschen verändert. Finde ich aber ganz gut, denn ich fand das letzte ein bisschen unüberlegt. Dann sehen wir hier einmal die Schnellvariante. Und wir sehen hier unten auch die Anzahl oder vielmehr die Zeit der Filter. Das fand ich auch ziemlich lästig beim letzten Mal, dass man nie gesehen hat, wie lange hält denn noch der Filter. Und hier sieht man es. 15 Minuten pro Filter, sehr gut. Und ja. In Ordnung. Jetzt zu den guten Sachen. Suchen wir dir ein paar Women aus. Nimm die, die du möchtest und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Okay, was nehmen wir denn? Ich nehme einmal zwei von denen hier. Dann hätte ich ganz gerne drei von denen. Na gut, im Ernst, wo sind die Bomben? Ach, hier drüben. Oh, nette Auswahl. Gehen wir mal hin. Sie führen in der Regel bis zu drei Waffen mit sich, Artyom. Und welche? Das ist ganz allein deine Entscheidung. Okay, immer noch drei Stück. Dann schauen wir erstmal hier rein. Ventil. Kalasch. RPK. Oh nein, die Bastard. Obwohl, die war gar nicht mal so schlecht. Also die kann man schon vertreten. Also die nehmen wir auf jeden Fall mit. Schrotflinten sind immer gut, wenn man auf kurze Entfernung jemanden aufhalten will. Versuch nur nicht, sie als Scharfschützengewehr einzusetzen. Ich bin ja kein Idiot, okay? Was sind wir hier? Zieloptik und Lauf. Ach, und die können wir hier anbringen. Einfach so. Ist ja super. Was haben wir hier so? Ach komm, wir nehmen mal hier den verlängerten Lauf mit. Alles klar, jetzt haben wir hier zwei Sachen dran. Dann gehen wir hier rein. Hier nehmen wir uns einmal die Kalasch mit. Gute Wahl. Die Kalasch ist das Arbeitspferd im Arsenal eines Rangers. Ja, super Waffe. Okay, also, dann machen wir hier einmal Reflex drauf und wir machen hier drüben den Schalldämpfer. Sehr gut. Wir alle wissen ja, sowas kann man gebrauchen. Was haben wir hier? Eine können wir noch mitnehmen. Ja, so ein Revolver wäre super. Eine Pistole kann man immer tragen. Robust, verlässlich und... Und auch hier gleich mal. So. Also gut, Abdi. Geh zu meiner Schießbahn und probiere diese Waffen aus. Komm wieder, wenn du eine andere Waffe testen möchtest. Alles klar, dann gehen wir mal hier drüben hin. Ja, zeig mir mal, was du drauf hast. Probier mal die anderen Waffen aus, die du ausgesucht hast. Warte, wie ändern wir denn die Waffen? Wahrscheinlich hier oben mit Y, aber gibt es kein Schnellwahlmenü? Einen Kopfschuss. Na gut, machen wir. Das ist ein kritischer Treffer. Hast du den Unterschied bemerkt?
tief in meinen Knochen drin. Das waren die Grundlagen. Du kannst noch weiter üben, wenn du möchtest. Oder zu Millers Einsatzbesprechung gehen. Nein, nein, die ganzen Waffen, die sehen wir später noch. Ich habe ja hier in Metro 2033 mehr als genug geübt. Na, was haben wir hier drüben? Ein wenig Munition für uns? Da nehmen wir mit, so viel wie geht. Der Oberst sagt, dass jemand schon alles ausgeplaudert hat. In den Stationen wimmelt es von Gerüchten. Eine Lüge verrückter als die andere. Klar. Es sind 10 Millionen Superwaffen, geheime Maschinen. Und manche behaupten, dass es hier ein Funkgerät gibt, stark genug, um die Bunker in Sibirien zu kontaktieren, wo der Präsident und die Regierung sich verschanzt haben. Das ist doch Wahnsinn. Ah ja, jede Menge Gerüchte. Wir werden hier mit Sicherheit verstrahlt. Niemals, die Basis ist sauber. Zumindest der Bereich, in dem wir sind. Das haben die überprüft. Gestern haben der Kommandant und ich die Türen kontrolliert. Viele sind noch immer versiegelt, manche sogar zugeschweißt. Und ein paar von ihnen sehen so aus, als wären sie von innen verschlossen. Ja und? Hinter einigen dieser Türen ist radioaktive Scheiße, heiß genug, ein Ei zu braten. Kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt ein Ei gegessen habe. Also, es gibt ja einen Reaktor, richtig? Auf der anderen Seite der Einrichtung. Ich weiß nicht, ob es hier sicher ist. Vielleicht wurde dieser Ort nicht als Schutzraum entworfen. Sondern? Keine Ahnung. Aber ich würde nicht an irgendwelchen versiegelten Türen rütteln. Miller ruft die Gruppenanführer zusammen. Es wird eine große Versammlung. Also wir kennen ja die Wahrheit. Das hier unten ist ja wirklich eine, naja, eine Angriffsstation, könnte man sagen. Und wir wissen ja, damals hatten wir ja diese merkwürdige Biomasse da unten. Keine Ahnung, was daraus wurde. Schenk diesem Clown keine Beachtung, Alex. Öffne die Tore. Hast du von Lesnitsky gehört? Wovon redest du? Frag mal die Wachen am Labor. Scheiße. Was zum Teufel hat er getan? In Ordnung. Gehen wir. Die Gräber von alten Königen wurden mit allem gefüllt, was sie im Jenseits brauchen konnten. Waffen, Gold, Streitwagen. Die hätten ihre Frauen und Sklaven geopfert, um ihren Herren selbst im Tod zu dienen. Erinnert mich an diesen Bunker. Lass den Scheiß! Die Sachen in D6 sind wie etwas, das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Kalter Stahl, Widerrösser und unermessliche Schätze. Natürlich sterben die Grabräuber immer auf schreckliche Art. Von Dämonen, Geistern oder ihrer eigenen Gier getötet. Kahn, hörst du jetzt endlich auf, oder was? Hey, ich habe gehört, dass Lesnitsky was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitsky war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitsky war weg. Scheiße! Und was war drinnen? Chemische Waffen. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Gott verdammt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitsky noch eine verpassen. Ein glühend heißer Stich direkt in meine Seele. Wenn ich noch eine hätte. In Ordnung, gehen wir. Wir können D6 vielleicht kontrollieren, aber das ist wie eine verdammte Stadt hier unten. All diese Bunker, die Ecken, Risse und Ausgänge. Und trotzdem, eine Basis, von der der Orden geträumt hat, Männer zur Versammlung hier in der Basis befohlen. Hören wir mal, was er bei der Versammlung zu sagen hat. Hermann, bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. Jawohl. In Ordnung. Rein da. Ich warte hier. Sobald ihr weg seid, spreche ich mit Miller.